Willkommen zurück hier bei Mist Survival. Was wollten wir machen? Ach ja, hier Sticks basteln. Can be used to satisfy thirst. Ach so, und als Bait, also als Köder, kann man das benutzen. Ja, jetzt basteln wir uns noch ein paar Pfeile. Platz habe ich denn jetzt eigentlich noch? Key Items, Equipment. Ja, ist ja schon fast voll. Ich will nicht so viel Zeug mitnehmen. Ein paar Kleinigkeiten zum Essen. Moment, hat man hier nicht noch irgendwo so einen Riegel? Ja. Nur heute werden wir nicht mehr losziehen. Yep, die Pepsi sollten wir tauschen. Denn wir haben es schon relativ spät. Ich würde jetzt hier nochmal so ein bisschen hier ist eine Dinge Liste einsammeln. Ja, damit wir dann noch ein paar Pfeile basteln können. Wenn ich jetzt so darüber schaue. Das ist schon sehr gut gesichert da. Dann will ich darauf laufen mit meinem fast kaputten Schild. Bin schon lustig. Aber wenn, müssen wir es halt wirklich sehr weitläufig umgehen. Mehr Blaubeeren. Feder nehmen wir auch mal mit. Wenn wir dann irgendwann mal die besseren Pfeile machen wollen, können. Na, können tun wir es schon. Wollen. Ist hier noch was? Nee. Okay, dann joggen wir erstmal zurück. Ich würde aber erstmal, ich würde über den normalen Weg laufen. Und dann erst außenrum. Müssen wir mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Weil wenn ich komplett außenrum laufe, dann muss ich direkt an der Bärenhöhle vorbei. Und das ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Das weiß ich gar nicht. War das aber nicht dagegen, hau, dass dann Äste runterfallen? Naja, lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. Bei dem fast toten Baum geht es. Lohnt sich das da? Eher so semi.
Was bräuchte ich denn jetzt alles für den besseren Quiver? 10 Components, wow. 8-mal Leder. 4 Nähsets, Duct Tape. Nein. Ja doch. Genau. Leder, Duct Tape. Was ist das noch? Components. Sind Dinger hier wieder nachgespawnt? Okay. Das ging aber fix. Ich habe jetzt das Spiel gar nicht beendet. Ah, hier sind Components. Okay. Da fehlen Nähsets. Hier habe ich welche. Okay. So. Das geht hier nicht. Okay. Dann... Nee, ich glaube, das ist bei den Basic-Sachen dabei. Oder auch nicht. Was denn jetzt? Okay. Ach, da ist doch Leder. So. 2 Stunden. Sollte er jetzt nicht so das Problem darstellen? So. Was ist denn jetzt für ein Lichteffekt? Okay. Nein. So, jetzt aber schnell weg hier. So. Dann snacken wir mal so einen Riegel. Bringt aber echt nicht viel. So mag ich meinen Apfel. Einmal abbeißen und dann gleich entsorgen. So, und dann ziehen wir uns hier noch so eine Pepsi rein. Okay. So, 9 Sticks. Daraus machen wir dann. Hast du 10 Pfeile? Okay. So, dann. Equipment. Gehen die einmal raus, dann kommt der weg und der hin. So.
Tag 21. Spätermes. Ja, doch. Sehr gut. Das ist voll. Dann schmeißen wir das mal hier alles rein. Wasser habe ich dabei. Den Quiver tue ich hier rein. Es ist 95, 94. Idealerweise sollte ich was zum Loot mitnehmen, aber eigentlich ist jetzt erstmal für mich das Wichtigste, dass ich bei der Aktion hier nicht draufgehe. Ich schaue nochmal in das Auto rein. Nee. Na, vielleicht haben wir Glück und finden noch einen Koffer. Das ist schon nervig mit den Türmen da. Ich werde das gar nicht anders umlaufen können als jetzt hier hoch. Auch wenn ich dann direkt durch die Bärenhöhle laufe. Ich soll nur aufpassen, dass ich nicht hier so einen Jumpscare-Bären erwische. Direkt hinter der Bärenhöhle lang. Wo sind sie denn, die Frage? Ich muss halt nur aufpassen, dass der da oben uns nicht sieht. Wenn das passiert, haben wir ein Problem. Das sind nur Steine, okay. Aber das packe ich jetzt erstmal weg. Okay. Ich möchte jetzt mal im Schutz der Bäume mich hier hochschleichen. Oder auch nicht. Na. Ich weiß halt noch nicht, was hier oben ist. Noch mehr Bäume. Also hier ist definitiv erstmal nichts. Wir müssen halt schauen, dass wir da irgendwo hinkommen. Und wenn dann halt hier vom Wald her. Dahin. Was ist denn hier? Aber hier ist definitiv ein Lager.
Hier ist niemand. Oh shit. Müssen wir einfach mal ausnutzen. Aber wirklich viel Material und irgendwas zum Looten ist ja hier auch nicht. Sind irgendwelche Umspannkästen. So, das ist jetzt eher so ein Umspannwerk. Aber ich meine, hier ist ein Lager. Okay, das ist so nicht gedacht, dass man darauf geht. Gut zu wissen. Da unten ist jemand. Ist da auch jemand drauf? Nö, auf dem Posten ist da niemand mehr. Hier ist ja echt nichts. Ey, das ist ja nervig. Okay. Eins, zu. Alter! Ich könnte hier über die Klippenkante. Dahin. Ist halt nur die Frage, ob der Turm drüben besetzt ist. Wenn der besetzt ist, dann wird das nichts. Hä? Nee, das nicht. Also bei diesem Umspannwerk war zumindest erstmal nichts. Das wäre es jetzt gewesen, wenn da auf einmal Gegner nachgespawnt wären. Ich wollte nichts zum Zoomen.
Oh shit! Der hat mich gesehen. Moment. Der Turm ist doch besetzt. Ach komm schon. Ach komm schon. Weg hier. Okay. Das war blöd. Hä? Okay. Dann habe ich halt jetzt den unsichtbaren Bogen. Was? Was denn? Dann holen wir uns doch mal schnell unsere Items. Moment, wenn wir jetzt auch wissen, wo die Beeren immer sind. Und so ein Bär ist natürlich auch ein bisschen mehr Fleisch dran als an so einem kleinen Schweinchen. Wir joggen jetzt so lange, bis wir keine Ausdauer mehr haben. Und dann erstmal ein bisschen, trinken einen Schluck und dann geht's da weiter. Da schweben ja die Sachen. Ich kenne wissen, wie der Sniper mich da noch gesehen hat. Sollte man diesen Sniper-Turm sehr weit umlaufen.
Ach so, Moment. Wenn ich das Schild in der Hand habe, regeneriert er ja keine Ausdauer mehr. Das ist ja eigentlich die Straße. Da sind meine ersten Items. Hatte ich nicht auch Streichhölzer dabei? Weil ich doch am Anfang so Streichhölzer-Probleme hatte? Weil ich die auch hier verloren habe. Nun ja. Ja, irgendwie liegt jetzt hier ein bisschen mehr rum als beim letzten Mal. Nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Schau jetzt nochmal hier rein, ob hier noch ein bisschen was nachgespawnt ist. Anscheinend nicht. Okay. Ja, die Äste sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Nachdem ich jetzt ein, zwei Pfeile verschossen habe. Ja, das mit Pfeil und Bogen muss ich offensichtlich noch ein bisschen üben. Schauen wir mal schnell hier unter die Motorhaube. Ich glaube, das habe ich schon, oder? Jo. Naja. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, vielleicht findet man da oben jetzt irgendwas, wo man diesen Code für verwenden kann. Oh, offensichtlich nicht. Müsste halt mal schauen, dass wir wirklich ein Lager komplett besiegen. Ich wollte gerade sagen ausrotten oder ausräuchern, aber ist ja alles so falsch an. So, machen wir mal hier Drink a Little. Stillt etwas den Durst und gibt uns etwas Ausdauer zurück auf die Schnelle. Dann können wir ab nach Hause rennen.
Okay. Dann haben wir es mal wieder. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Myst Survival. Ciao.